Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft mit Booster XR. Heute, Leute, erstmal fröhliches Neues. Natürlich, heute ist das neue Jahr. Und auf jeden Fall, meine lieben Freunde, heute sind wir wieder hier zurück. Also, beziehungsweise sind wir Minecraft One-Block. Ich weiß echt nicht, was ich gerade gesagt habe. Von mir. Und ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, der Baum ist wieder gewachsen. Es ist wieder Tag. Und ich würde sagen, wir machen sofort mal an die Arbeit. Denn ich habe heute wieder mal was vor. Und zwar baue ich heute ein Lager. Aber dafür brauche ich ja ganz viel Holz, weil ich meine, in meinem Lager sind ja ganz viele Kisten. Ich würde sagen, ich mache mir sofort mal so viele Kisten, wie ich mir aus diesem Holz machen kann. Dann die Lagerwand, die baue ich natürlich aus dem ganzen Cobblestone. Da haben wir extra den Cobblestone Generator. Wir haben unendlich Cobblestone. Wir können das für jeden Scheiß verschwenden. Hallo? Nein. Wer jetzt gelacht hat, der ist tot. Wir haben nur zwei. Ist doch egal, dann würde ich erstmal sagen, farm ich mir einfach mal noch ein bisschen Cobblestone. Und würde jetzt mal sagen, ich farm jetzt einfach noch ein Setzling. Also beziehungsweise ich pflanze noch ein Setzling an. Alright. Mal gucken, ob ich dieses Mal wieder ein Setzling bekomme, direkt nachdem ich den angepflanzt habe. Wenn ja, dann wird das komisch. Ich rate mal ja. Könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr ratet. Also beziehungsweise falls ihr neu seid. Oh mein Gott, es sind direkt zwei. Wenn ich die nicht kriege. Oh mein Gott, ich glaube, die hätten sogar am Arsch sein können, meine Güte. Alright, und mir fällt gerade auf, wir hatten hier noch nie Stress mit Monster, sind noch keiner gestorben, obwohl ich glaube, der wird am Arsch sein, der wird so am Arsch sein. Nö, ich habe 8 Setzlinge, geil, das so hier zu sehen. Alright, nein, schaffen wir 10 Setzlings? Warte, jetzt keine Plätze mehr. Und dann würde ich erstmal sagen, 20, doch, hier sind noch Blätter, aber ich glaube nur, die werden nichts mehr. Nein, alright. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, farmen wir uns noch mehr Cobblestone, währenddessen dieser Baum gerade wächst. Das macht so viel Spaß, Leute. Das macht so viel Spaß. Wisst ihr, was ist ein Cobblestone? Nö, warte, der despawnt, ja. Der despawnt, der verschwindet mal. Ich habe nicht genug Zeit. Aber eigentlich geht das nicht so wahnsinnig lange. Alright. Ihr wurde allerdings auch immer in die Kommentare geschrieben, dafür könnte ich ruhig mal meine Steinspitzhacke verwenden. Deswegen habe ich sie ja gecraftet. Und das mache ich nämlich heute, weil sonst hätte ich ja komplett umsonst meine Steine ausgegeben. Das mache ich. Oh mein Gott. Oh, der wuchs aber schnell. Aber ich glaube, das hat nichts mit der Spitzhacke zu tun. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo, ich sehe nicht, wie viel Steine ich habe. Das muss ich eigentlich auch gar nicht sehen. Aber ich muss irgendwie schon sicher sein, damit ich genug Steine habe, ne? Hä? So, ich sammle mich den. Oh, ich hätte gerade gedacht, der andere, der despawnt. Aber ich glaube, das hat schon nichts zu tun, damit diese weggefallen sind. Ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt wieder ins Wasser. Dann halt einfach nur ein paar Mal sein. Damit der Stein in die Lava fällt, komplett in die falsche Richtung. So, come on, noch einer. Alright. So, und jetzt muss ich da rausgehen. Ich will ja nicht sterben, nur weil ich hier unter Wasser Cobblestone abbaue. Alright. So, ich kann hier ungefähr 2 Cobblestones abbauen. Ich glaube, 3 sind noch nicht so genügend. Oh, den darf ich nicht abbauen, weil sonst mache ich meinen Cobblestone Generator kaputt. Dann habe ich keinen unendlich Cobblestone mehr. Alright. Manchmal kann das halt einfach sein, damit der aus Versehen da in die Lava fällt, aber das ist. Ich muss schon auf meine Luftblasen achten. Alright, ich glaube, ich würde erstmal sagen, ich mache mir jetzt mal die Slabs. Ich gehe jetzt mal rein und mache mir die Slabs. Macht man nicht schon wieder so. Und aber zuerst mal muss ich meine Insel noch ein bisschen erweitern. Ich kann mir schon ein paar Slabs machen, ne? Ich kann mir 6 machen. Und diese Falte benutze ich auch noch. Okay. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, erweitern wir unsere Dinge. Hier. Ich habe ja noch 2 Türen. Die sollten eigentlich. Die benutze ich dann für den Eingang meines Lagers. Für den Entrange. Alright. Dann ist hier auf jeden Fall das hier. Ich würde erstmal sagen, soll ich die. Nö. Und die Steine will ich lieber benutzen, um dieses Dingsbums des Lagers zu bauen. Also die Dingsbums des Lagers, meine Güte. Alright. Aber der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Vielleicht ich könnte schon noch ein bisschen mehr Holz gebrauchen. Hier ist noch ein Holzblock. Die kann ich ja mal benutzen. So, Leute. Alright. Gut, und was kann ich jetzt machen? Ich könnte schon noch ein bisschen mehr Holz gebrauchen, eigentlich. Komm, ich würde erstmal sagen, ich fange einfach mal schon an. Du hast den falsch platziert. Wenn ich den jetzt nicht fangen kann. Na, nee, oder? Nee. Ich konnte den jetzt gerade ernsthaft nicht fangen? What? Nee, das wäre doch. Also, das wäre jetzt einfach gewesen, den zu fangen. Komm schon. Das muss doch jetzt nicht dein Ernst sein. Oh, jetzt muss ich den treffen. Perfekt. Oh. Hab ich einen vergessen. Alright.
streich mich, das habt ihr sicher auch gewusst, aber scheißegal, meine lieben Freundis. Scheißegal. Oh mein Gott, das macht sogar Damage. Ja, hätte ich ja gedacht. Okay, was kann ich in dieser Zeit noch machen? Ich weiß, was ich in dieser Zeit noch machen kann. Und zwar Cobblestone-Samen. Das macht so viel Spaß, Leute. Echt viel Spaß macht das. Alright. Nur weil ich es auch mal in die Kommentare geschrieben, meine Luftblasen. Wurde mir in die Kommentare geschrieben, ich soll mir hier mal eine Mob-Farm bauen, aber dafür habe ich noch nicht genügend Materialien. Ich brauche 100.000 Falltüren und wisst ihr, wie wenig Holz ich habe? Wie lange das geht, bis diese Bäume angepflanzt sind? Ich habe es hier nicht auf Video, bis diese Bäume endlich angepflanzt sind. Ich habe noch kein einziges Mal gecheatet. Alright, der ist in Lava gefallen. Übrigens, mega leider. So, und jetzt müssen wir ab und zu wieder hochgehen. Mit der Steinspitzhacke können wir ungefähr 2 abbauen. Sobald ich eine Eisenspitzhacke habe, was ich wahrscheinlich gar nicht haben werde, dann kann ich, glaube ich, 3 Steine und sowas abbauen. Oder 4 oder 5 oder 6. Nö, ist 6, sehe ich auf 5. Alright, doch diesen. Noch diesen. Okay, wird trotzdem nicht, wenn wir noch eine Luftblase gehabt. Alright. Ich habe jetzt zwar immer noch ein paar Steine. Nur warte, ich will noch mehr Cobblestone fahren. Aber nicht, bis dieser Baum gewachsen ist, weil ich meine, das geht, glaube ich, jetzt schon ein bisschen lange, ne? Aber ist egal. Unter Wasser geht das auch so wie eine lahme Schnecke, meine Güte. So eine lahme Schnecke. So, bitte, bitte, bitte. Komm, den Baum noch ab. Jo! Jo, aber der ist in Lava gefallen, oder? Ich glaube, der ist in Lava gefallen. Schade. Was passiert überhaupt, wenn ich da stehen bleibe? Jetzt? Und noch? Oh mein Gott, das funktioniert! Das funktioniert ja mega gut. Nur das ist in Lava gefallen. Alright. So kann ich die Lava echt gar nicht erwischen, weil ich meine, weil da noch Wasser ist und da unten dran so ein Loch, dann produziert das ja immer neuen Stein. Und ich glitsche einfach hin. Und wenn wir Stück kriegen, muss man den 2 Stein glitschen und die Welt nicht mehr sehen können. Aber das Einzige, was doof ist, ist, es könnte auch sein, dass ich aus Versehen immer den unteren Block abbaue und nicht dann runterfalle. Und Bedrock gibt es hier oben nicht. Von daher. Schade. Es gibt hier nur einen einzigen Block und dann könnte ich nicht noch Bedrock dafür verwenden. Alright. Lava gefallen. Ich bin der Cobblestone Farmer. Also, wenn ihr mal einen Cobblestone Farmer. Wenn ich mal für euch Cobblestone farmen soll, dann fragt mich einfach. So, ich würde erstmal sagen, ich farme noch Stein, bis ich 30 Stein habe. Und dann würde ich erstmal sagen, mache ich mal die Slabs. Ich verfasse immer aus Versehen den unseren Block noch ab. Das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Bin ich nämlich immer schon vorbereitet. Okay, jetzt 30. Das sollte eigentlich schon reichen, aber ich habe einen guten Trick. Ich muss mal auch mal ab und zu eine neue Steinspitzhacke machen. Durch Eisen können sich eigentlich auch einen Amboss machen. Da kann ich einfach meine Steinspitzhacke rein tun und nur einen einzigen Stein verwenden, damit ich sie wieder voll reparieren kann. Aber Eisen gibt es hier oben also fast gar nicht. Von daher. Scheiße, ich hab's echt, ich hätte gedacht, ich kaufe noch einen Stack. Aber das ist doch jetzt scheißegal. Ich würde erstmal sagen, meine Güte, da hat aber viel vermeidet hier. Oh lala. Dann würde ich erstmal sagen, mach mal so und so und so. Ich muss mir vielleicht früher oder später auch noch Schilder machen, wenn dieser Baum dann gewachsen ist. Weil dann kann ich anschreiben. Nö, das brauche ich eigentlich gar nicht, ich bin so gescheit. Ich glaube, die Sonne geht langsam unter und ich habe schon wieder Angst, dass hier Monster kommen. Verdammte Scheiße. Alright, ist es schon genug groß für ein Lager? Warte, ich verbessere, ich mache hier mal den Boden, okay? Nicht, damit mich hier noch Mobs runterschubsen können. Ich will nicht meinen ganzen Stuff verlieren. Also, beziehungsweise, wenn ich meine Stuff verloren habe, dann habe ich keine Steinspitzhacke mehr. Und auch keine Holzspitzhacke mehr. Dann muss ich zuerst warten, bis der Baum gewachsen ist. Also, bis der noch nicht gewachsen ist. Dann muss ich wieder genug Stein farmen, also 3 sollten reichen. Das ist klar, damit ich mich fangen kann. Und dann kann ich mir erst wieder eine Steinspitzhacke machen. Ich brauche aber noch Sticks dafür dann. Meine Güte, was vermeidest du denn? Das ist ein Quarzgehirn, gehört nicht Spaß. Alright, ich würde erstmal sagen, das reicht leider nicht, aber ich kann hier schon mal 2 Kisten platzieren, so. Alright, es wird langsam wieder Nacht, meine lieben Freunde. Mein Baum ist immer noch nicht gewachsen. Was kann ich in der Zeit machen? Wenn mich hier ein einziges Mal nur ein Monster attackiert, Bruder, wütend ich dann werde? Mit Mühe. Oh, ich wurde ins Wasser gespült. Bei Nacht farm ich Cobblestone. Ey, wenn ich aus Versehen mal in die Lava falle, Bruder, dann kann ich eigentlich sofort ins Wasser springen. Deswegen mache ich es trotzdem. Aber das ist dämlich, weil dann würde ich Herzen verlieren. Und ich würde mich auch extrem erschrecken. Ich glaube, es wäre extrem dämlich, das jetzt zu machen. Weil ich meine, ich könnte ja auch in die Lava gespült werden. Schneller. Unter mir ist, glaube ich, noch ein Block. Aber das zeigt mich jetzt noch nicht.
Meine Güte, wie lange? Das geht zwar ein bisschen länger, bis der weitere Kabelstrom gefarmt ist. Aber trotzdem geht das für mich eigentlich noch ganz gut. Ich würde erstmal sagen, ich hole mal noch den 12. Nein, dann habe ich halt nur 11. Na komm, ich hole mal noch den 12. So, jetzt habe ich den 12. noch. Wenn ich dir gesagt habe. Dann würde ich erstmal sagen, verpissen wir uns rein und machen uns sofort mal die Slabs, die benötigten Slabs. Oh, weil da bauen wir hier weiter. Wünschte ich mir, ich hätte mal ein Bett, dann muss ich keine Angst mehr haben. Alter! Meine Tür hat sich zugemacht. Ich hätte gedacht, einer hat die Druckplatte aktiviert. Das ist ja auch so eine Art Hörfalle. Dann wenn ein Zombie auf meine Druckplatte tritt, dann höre ich die Geräusche, wie sich meine Türen öffnen. Dann weiß ich, ah, ein Einbrecher. Dann komme ich sofort und kill den Scheiß suchen, so ein Spaß. Auf jeden Fall muss ich noch warten, bis meine Dingsbums, also beziehungsweise mein Baum gewachsen ist. Das ist auf jeden Fall dann gut. Tür platzieren. Sag mal bitte, geht das nur nicht, weil ich auf Slabs bin? Gut, dann muss ich, warte mal ganz kurz schnell. Dann muss ich wohl. Diesen Airbus hier mitnehmen können. Ah ja, das geht. Alright, dann würde ich erstmal sagen, bauen wir hier unsere Tür hin. Vielleicht kann ich auch drin einen Holzlab kriegen. Oh mein Gott, geil, ist sogar in die Luft geflogen. Warte, mit dem können wir das selber auch noch machen. Bitte. Yes, und jetzt müssen wir das nur noch bei dem machen. Den brauche ich, come on. Yes! Oh meine Güte. Spaß. Alright, bei dem können wir das auch noch machen. Bitte. Ja. Yep. Bei denen auch noch. Wisst ihr, eines Tages fällt das sich jemandem runter. Aber ich muss gar nicht sagen, weil sonst passiert es wirklich noch. Spaß. Yes. Okay, gut, dann geht's hier dann mal runter in mein Lager. Erst wenn ich genug Stein habe. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, beende ich auch mal das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich jetzt nicht jetzt oder irgendeinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das würde mich freuen. Ich muss auch mal die Leitern machen. Das werde ich machen, wo spätestens bis der Baum gewachsen ist. Und dann werde ich die zweite Etage machen. Und auf jeden Fall würde ich dann sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Und übrigens, guten Rutsch ins 2022. Hoffentlich wird das nicht so scheiße wie letztes Jahr, weil ich meine, da hatten wir die ganze Zeit Corona. Aber tschüss.